Wie fühlt es sich eigentlich an, meinen Kunden direkt gegenüberzustehen? Wie reagieren sie auf meine Produkte? Kann ich gut verkaufen? Und was muss ich alles bedenken, wenn ich einen Laden aufmachen will? Das sind Fragen, die Gründerinnen sich in Hannover seit kurzem selbst beantworten können, und zwar aus der Praxis heraus. Wenige Meter vom Lindener Marktplatz entfernt gibt es nämlich ein neues Geschäft. Durchbruch heißt es und soll kreativen Frauen genau dazu verhelfen. Zum Durchbruch mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Meine Kollegin Clara Weritz ist im Laden. Clara, was steckt dahinter bei Durchbruch, Design und Leben? Und was kann man da eigentlich kaufen? Ja, liebe Daniela, viele tolle Sachen gibt es hier zu kaufen und alles ist Handarbeit, denn wer hier etwas verkaufen möchte, muss seine Produkte selber herstellen oder wenigstens selber designen. Zum Beispiel haben wir hier wunderbare selbstgemachte genähte Erdbeeren, die riechen auch nach Erdbeere, und eine fantastische Freaky Duck, die quietscht, wenn man sie drückt, aber das sind eher Spielzeuge für Erwachsene. Dann haben wir hier wunderbare Ketten, Tücher, selbstgemachte Handtaschen, also wirklich viele Sachen. Und da bei einer solchen großen Produktpalette eine Frau den Hut aufhaben muss, ist die Frau Vollbrecht hier. Frau Vollbrecht, Sie sind die Trainerin in dem Laden und im Grunde ist dieser Laden ja ein Trainingsplatz. Was können die Frauen denn bei Ihnen lernen? Unsere Teilnehmerinnen erleben hier einen ganz normalen Alltag in einem kleinen Ladengeschäft. Sie üben sich in den, im Verkauf. Sie erleben, ob die Kunden sich interessieren für ihre Produkte. All diese Dinge haben sie in ihrem normalen Alltag. Trotzdem, nebenbei haben sie eben die Möglichkeit, die Kasse, das EC-Gerät kennenzulernen. Sie haben Möglichkeiten, Marketingmaßnahmen zu planen, zu organisieren und eben auch einen Blick auf die Dekoration der Räume und der Schaufenster zu haben. Also wenn man sich selbstständig machen möchte, kann man hier sehr, sehr viel bei Ihnen lernen. Das wollen sicher auch gerne viele Frauen machen. Wie kann man sich denn bei Ihnen bewerben oder wer überhaupt kann sich bei Ihnen bewerben? Teilnehmen kann jede Frau, die arbeitslos ist oder von Arbeitslosigkeit bedroht ist, jede Gründerin, die einen Gründungszuschuss bekommt, Hochschulabsolventinnen, Frauen, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben, Frauen aus der Familienpause, die wieder durchstarten wollen. All diese Frauen können sich bewerben, wenn sie kreativ handwerklich arbeiten oder eine Dienstleistung anbieten. Und damit können Sie sich ganz unkompliziert bei uns bewerben. Die Beschreibung des Angebotes, Lebenslauf, ein paar gute Fotos, damit geht das. Vielen Dank. Eine Frau hat diesen Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen. Frau Traumann, Sie stehen hinter der Kasse und verkaufen. Wie funktioniert das Verkaufen? Können Sie überhaupt gut die Dinge an den Mann oder an die Frau bringen? Gibt es genug Kunden? Ja, es gibt auf alle Fälle genug Kunden. Wir haben sehr viele Interessenten, die kommen hier rein. An manchen Tagen gibt es richtig viel zu tun. Und die Verkaufsgespräche bringen sehr viel für uns. Also Sie haben viel gelernt, vielen Dank. Frau Blom, Sie sind auch schon länger hier. Was haben Sie denn gelernt? Was nehmen Sie aus diesem Laden mit? Also das Wichtigste, was ich mitnehme, ist die Einsicht, dass es für mich nicht möglich ist, alleine einen Laden zu unterhalten, sozusagen, weil das zeitlich nicht möglich ist. Also ich werde einen Laden demnächst eröffnen mit anderen Frauen zusammen. Ja, mit anderen Frauen zusammen ist hier das Stichwort. Vielen Dank. Eine dieser Frauen ist auch die Frau Schütz. Die ist hier schon seit 3 Wochen und haben auch wunderbare Sachen hier mitgebracht. Wie ist denn das, mit den anderen Frauen zusammenzuarbeiten? Wie funktioniert das Teamwork hier? Ja, ganz wichtig ist eben, dass man von allen anderen Teilnehmerinnen in die Produkte eingewiesen wird und auch die Person hinter den Produkten kennt. Und dann kann man das ganz einfach verkaufen. Ja, hier werden also wunderbare Produkte verkauft, aber auch Dienstleistungen. Und das ist in gleichen Räumen hier, nämlich direkt nebenan, und da gehen wir jetzt hin. Hier hinten im Laden befinden sich 2 Räume, in denen Kurse oder auch Beratung stattfinden, unter anderem die Hypnose von Frau Fomiento-Wolnik. Und wir dürfen ausnahmsweise stören, denn die Sitzung ist schon zu Ende. Frau Fomiento-Wolnik, wie ist denn das, Hypnose in einem Ladengeschäft? Geht das? Das geht ganz wunderbar. Ich habe drüben die Möglichkeit, im Laden Kontakte zu knüpfen und mit Menschen Gespräche zu führen, über die Hypnose aufzuklären. Und wenn es dann eben ins persönliche Gespräch geht oder ich eine Hypnosesitzung durchführen möchte, dann kann ich das hier in diesem Raum ganz in Ruhe tun. Ja, in Ruhe kann man vieles tun. Vielen Dank. Ja. Hier hinten zum Beispiel auch nähen lernen, denn es gibt hier bald einen Näh-Workshop und der wird geleitet von Frau Bicker. Und die hat sich auf das Design von Recyclingmaterialien spezialisiert. Frau Bicker,
Sie sind bald schon fertig, nach 8 Wochen hier. Wie geht es dann für Sie weiter? Also ich werde natürlich weiter den Verkauf meiner Taschen forcieren. Also da werde ich jetzt an Messen und Märkten teilnehmen und auch hoffen, dass es im Bundesgebiet sich ein bisschen verbreitet. Darüber hinaus werde ich weiter Kurse und Workshops anbieten, also zum Thema Recycling Design im großen Bereich, also jetzt nicht nur die Taschen. Und dann möchte ich gerne in ferner Zukunft eine Materialvermittlung hier in Hannover aufbauen. Das ist mir ganz wichtig und da habe ich gerade hier im Laden große Resonanz bekommen. Also das wird wirklich sehr dankbar aufgenommen. Ich bekomme Krawatten, Gürtel, Stoffe zugeschustert. Das ist echt fantastisch. Naja, und außerdem wird dieser Kontakt, es ist ja noch nicht mal vorbei. Also selbst wenn ich aus dem Laden rausgehe, gibt es ja noch weiter Treffen, Netzwerktreffen, irgendwelche Bildungsangebote, wo wir auf unsere Selbstständigkeit vorbereitet werden. Also das Angebot ist sehr schön und wir werden schon weiterhin gut betreut. Ja, vielen Dank, Rubika, und viel Erfolg für Ihre Gründung. Die Teilnahme an diesem wunderbaren Projekt Unternehmerinnen auf Probe kostet nur 60 € und das für bis zu 8 Wochen. Also wenn Sie gerne einen Yogakurs anbieten möchten oder töpfern oder schneidern und das an den Mann bringen möchten, dann können Sie sich hier bewerben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dankeschön, Clara Weritz, für diesen motivierenden Einblick in den Durchbruch. Wenn Sie, liebe Gründerinnen, interessiert sind und sich bewerben möchten, finden Sie alle Informationen dazu unter www.gründerinnenconsult.de.